Eine Stadt, die wirklich alle Maßstäbe sprengt, ist Shenzhen. Shenzhen gilt als Chinas Boomtown. Seit hier 1980 als marktwirtschaftliches Experiment eine Sonderwirtschaftszone errichtet wurde. Aus dem nur ein paar tausend Einwohner zählenden Küstenort wurde in atemberaubender Geschwindigkeit eine wohlhabende Wirtschaftsmetropole, in der heute fast 4 Millionen Menschen leben. Mit 8 Seehäfen konkurriert man schon jetzt mit dem Nachbarn Hongkong. Daneben entwickelt sich Chinas Vorzeige-Wirtschaftsstandort zum Hochtechnologiezentrum und zum Finanzzentrum Südchinas. Das Stadtbild ist geprägt von futuristisch anmutenden Wolkenkratzern und anhaltenden Bauboom. Relikte des alten Chinas findet man kaum. Und selbst die traditionellen Garküchen haben einige Mühe, in den Häuserschluchten noch eine Nische zum Überleben zu finden. Das gigantisch glitzernde Wirtschaftswachstumswunderland wäre für Nürnberg als Partner wohl eine Nummer zu groß gewesen. Und so schlossen denn die Städte Nürnberg, Erlangen, Fürth und Schwabach sowie die umliegenden Landkreise 1997 mit Shenzhen eine Regionalpartnerschaft. Triebfeder war es, Anschluss an den riesigen, sich rasch entwickelnden Markt in China zu finden. Dafür erscheint Shenzhen ohne Zweifel als der richtige Partner.